Also wir haben weiterhin zwei Probleme mit der SPD-Fraktion. Das eine ist die Unsicherheit über den Zeitplan. Die Fraktion will offenbar das Cannabis-Gesetz erst nach dem Haushalt verabschieden. Das ist jetzt mehrfach von allen möglichen Leuten gesagt worden. Aber es gibt überhaupt keine inhaltlichen Gründe dafür. Das Cannabis-Gesetz ist nicht relevant für den Haushalt. Es sind ausschließlich PR-Gründe, die sich die SPD da irgendwie zusammenschwurbelt. Die glauben, dass sie für das Cannabis-Gesetz schlechte Presse bekommen. Die haben nicht verstanden, dass das ein wichtiges Projekt für Bürgerrechte ist. Die denken immer noch, das ist so ein schmuddeliges Lifestyle-Thema irgendwie für Halbkriminelle. Also muss man sich schon fragen, ob die SPD nach dem Haushalt den nächsten Grund findet, warum das Gesetz jetzt nicht verabschiedet werden soll. Nach der Ansage, ne, wir machen das nach dem Haushalt, wenn sie es dann wirklich machen und nicht dann wieder um die Ecke kommen mit, wir warten noch auf die Ankunft der Außerirdischen oder irgendwas, dann kann das noch klappen mit dem Inkrafttreten des Gesetzes am 1.4. Aber das ist eine äußerst wackelige Angelegenheit. Ja, während gleichzeitig Zehntausende von Strafverfahren durchgezogen werden gegen Cannabiskonsumenten, damit die SPD nach ihren eigenen Vorstellungen irgendwie sich in besserer PR baden kann.